Mein Name ist Ulrike Zuwald und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen einen Aufsatz von Michel Foucault vorstellen, der aus dem Jahr 1967 stammt und der mir immer wieder in meinem Leben als Literaturwissenschaftlerin und Historikerin und Gesellschaftswissenschaftlerin über den Weg gelaufen ist. Erst neulich wieder, als ich an die Interpretation des Rilke-Gedichtes gegangen bin über Venedig, die Kurtisane. Dann wieder, als ich mich auf ein Seminar vorbereitet habe über Textilkunst. Und schließlich auch, als ich mich vorbereitet habe auf diesen kleinen Abschnitt in Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe, Atopos. Ohne Ort, unvergleichlich. Immer wieder ist mir dieser Aufsatz von Michel Foucault, Heterotopien, in den Sinn gekommen und er ist sehr, sehr wichtig geworden für die Diskussion über unsere moderne Gesellschaft, aber auch eben über Kunst und Literatur. Dieser Aufsatz wirft einen Blick auf unsere Gesellschaft und unsere Ordnungsprinzipien, der wirklich außergewöhnlich ist. Und jedes Mal, wenn ich auf Aufsätze oder Bücher oder Texte stoße, die einen so anderen Blick auf die Wirklichkeit eröffnen, bin ich begeistert. Und dieser Aufsatz von Michel Foucault ist wirklich begeisternd, weil er hier Dinge anspricht, die so noch niemand auf diese Art und Weise ins Auge gefasst hat. Ich möchte als erstes einmal diesen Aufsatz von ihm zusammenfassen und dann auch kommentieren. Ich fasse ihn sehr frei zusammen. Ich lasse einiges aus. Michel Foucault ist ein französischer Philosoph gewesen, der auch für meine Wissenschaftsarbeiten eine große Rolle gespielt hat. Er ist 1984 verstorben. Und in diesem Aufsatz, dessen Gedankengang ich sehr frei nachvollziehe, geht er als nächstes darauf ein, dass jede Zeit, jede Epoche ihr besonderes Thema habe. Und das Thema des 19. Jahrhunderts sei zum Beispiel die Zeit gewesen. Da sei der Gedanke der Verzeitlichung aufgekommen, der Veränderung in der Zeit. Dinge verändern sich einfach dadurch, dass Zeit vergeht. Das ist die Zeit, in der der Fortschrittsgedanke sich in Europa breit macht und kulminiert in so etwas wie dem zweiten thermodynamischen Gesetz, wo die Welt sozusagen einen Hitzetod erleben wird, irgendwann dadurch einfach, dass Zeit vergeht und Energie umgewandelt wird. Dann kommt er auf die Moderne zu sprechen, auf das 20. Jahrhundert. Und er sagt, das Thema des 20. Jahrhunderts sei der Raum. Und zwar neu verstanden, als Netz, als System, als ein Muster, in dem Punkte in Verbindung zueinander gesetzt werden, als ein Konfigurationsraum, in dem die Relationen zwischen den Elementen eines Raumes wichtiger werden als die einzelnen Elemente selbst. Die Verknüpfungen und damit die Funktionen werden in diesem Raumverständnis bedeutungsvoll. Und dann geht Michel Foucault auf die Geschichte des abendländischen Raumverstehens ein und erzählt, wie im Mittelalter es eben noch keinen dreidimensionalen Raum gegeben hat, sondern Raum so etwas war wie eine Hierarchie von Orten, ein Aneinanderreihen, ein additives Aneinanderreihen von Orten, die sich durch ihre
Qualität unterscheiden, indem es zum Beispiel Orte gibt, die für Geistliche vorbehalten sind, im Unterschied zu Orten, die weltlichen vorbehalten sind, indem es ein Nebeneinander von geschützten und ungeschützten Räumen gegeben habe, von städtischen und ländlichen, von himmlischen und irdischen Räumen, von in der Physik nannte man das erzwungenen und natürlichen Orten. Diese Orte, die sich qualitativ unterschieden, auch in ihrer Wertigkeit, waren hierarchisch übereinander angeordnet. Das war die sogenannte Ständepyramide, wie wir sie aus dem Geschichtsunterricht kennen. Und dann kam die Neuzeit mit dem dreidimensionellen Raumverständnis und dann ein Galilei, der einen unendlichen Raum findet, einen unendlichen ausgedehnten Raum. Im Unterschied dazu, die Moderne, das 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert, der versteht den Raum als Netzwerk, als der einzelne Ort definiert durch seine Relation zu den Nachbarorten im Netz, durch seine Vernetzung mit anderen Orten. Und dann beginnt Foucault zu unterscheiden und er sagt, nun gibt es bei uns in der Moderne Räume, die nebeneinander existieren, sich ergänzen, sich kritisieren, sich widersprechen, sich reflektieren und die äußerst real sind, obwohl sie vollkommen anderer Natur sind. Bevor diese anderen Räume nannte er Heterotopol, die anderen Orte, die eben von anderen Mustern gekennzeichnet sind, aber real existieren. Und von diesen real existierenden anderen Orten in unserer Gesellschaft unterscheidet er zum Beispiel unsere Fantasieräume, unsere Räume des Innen, in denen wir träumen, in denen wir unsere Leidenschaften ausleben, den Raum, der eben in unseren Innenwelten sich vollzieht. Das meint er nicht, sondern er meint wirklich in unserer Welt real existierende Orte. Eben auch keine Utopien, sagt er, keine Orte, die nicht existieren, die keinen Realitätsgehalt haben, wie zum Beispiel perfekte Orte, zum Beispiel der Himmel oder das Paradies, oder auch total unperfekte Orte, wie die Hölle. Heterotopien sind Orte, die realisiert wurden in unserer Gesellschaft, die anders sind als unsere alltäglichen Räume, sozusagen Gegenorte darstellen, die eben unsere normale Welt widerspiegeln, auf ihre eigene Art und Weise reflektieren, unsere Alltagswelt widersprechen, uns unsere Alltagswelt auch zum Teil neutralisieren oder auch ergänzen. Als einen solchen Ort, einen real existierenden Ort, nennt er den Spiegel. Einen Ort, der uns jeden Tag im Badezimmer begegnet. Ein Ort ohne Ort, wie er das nennt. Ein irrealer Ort, der aber gleichzeitig doch sehr real ist. Ein Ort, wo ich mich sehe, aber nicht bin. Ein Ort, der mir einen Raum hinter der Spiegeloberfläche eröffnet, den ich doch nicht betreten kann, der gleichsam gleichermaßen reell wie irreell ist. Und dann nennt er mehrere Prinzipien, die solche Heterotopoi, solche anderen Orte kennzeichnet. Erstens, sagt er, alle Kulturen kennen solche Orte. Es gibt in allen Kulturen andere Orte mit anderen Regeln, mit anderen Mustern. Nur sind
da die Kulturen auch sehr unterschiedlich sind, diese anderen Orte, die ja einen, trotz allem eine Heimat in einer Kultur haben, sind genauso unterschiedlich wie eben diese Kulturen. Und so gibt es zum Beispiel Orte der Krise, und die sind jene Kultur von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Orte der Krise bei uns im Abendland wären zum Beispiel Kasernen, also Orte, in denen der Mensch für eine bestimmte Zeit seines Lebens eine Umlenkung erfährt, eben zum Soldaten wird. Solche Orte sind im Abendland auch Psychiatrien, aber auch Erholungsorte oder auch Gefängnisse. Orte der Deviation, der Umleitung, der Umlenkung des Lebenslaufes. In anderen Kulturen nennt er Orte, die der Initiation dienen. Eben Zelte, Hütten, was auch immer, die sich von unseren Kasernen und Psychiatrien eben ganz stark unterscheiden, aber eben wie sie auch Gegenwelten darstellen, reale Gegenwelten darstellen. Zweitens nennt er so einen anderen Ort in unserer Gesellschaft die Friedhöfe. Und zwar in allen ihren Erscheinungsformen zu allen Zeiten. Auch sie haben ja unterschiedliche Formen angenommen, aber sie waren immer ein Gegenort zum Ort der Lebendigen, auf dem eigene Gesetze geherrscht haben. Als drittes Prinzip nennt er Orte wie das Theater und das Kino zum Beispiel, aber auch Gärten. Er sagt, für die Perser waren ihre Teppiche Gärten, bewegliche Gärten, die sie eben in ihre Zelte oder in ihre Wohnhäuser verlegen konnten und die die Totalität der Welt widerspiegelten, auf ihre Art und Weise wunderschöne Gärten. Und daraus seien dann bei uns in der Nachfolge auf ganz andere Art und Weise die zoologischen Gärten geworden. Aber vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch so Orte wie die Kindergärten nennen. Orte, an denen eigene Regeln herrschen, die unsere reale Erwachsenen-Alltagswelt widerspiegeln, aber eben doch ganz anders sind. Als viertes Prinzip sagt er, für viele dieser Orte gelten auch unterschiedliche Zeitverstöße. Und es gibt Orte, an denen viele Zeiten gleichzeitig zu finden seien, zum Beispiel in Museen oder Bibliotheken. Das sind Orte, in denen nicht die Gegenwart vorherrscht, sondern viele Orte, in denen man längst vergangene Orte, antike Orte, mittelalterliche Orte, neuzeitliche Orte, andere Kulturen finden kann, die ganz andere Zeit verstehen, zeigen und ein anderes Zeitverständnis uns nahebringen. Und davon unterscheidet er zum Beispiel auch Orte beweglicher Natur, zum Beispiel Feste oder Märkte. Auch Feste und Märkte haben für einen bestimmten Zeitraum an einem bestimmten Ort Ausnahmeregelungen, die sie von unserem Alltagsleben unterscheiden. Ort und Zeit denkt er hier zusammen. Ich möchte darauf hinweisen, dass im 21. Jahrhundert an diesem Verstehen von Zeit, an den Ort gebunden, ein wenig Kritik geübt wird. Man sagt inzwischen, das sei ein sehr spatiales Zeitverständnis, also ein Zeitverständnis, was wirklich Zeit und Raum zusammendenkt. Und man könne in der Moderne davon ein auditiv erfahrenes Zeitverständnis unterscheiden,
nämlich zum Beispiel ein rhythmisches Zeitverständnis. Aber das ist eine andere Diskussion, die in einen anderen Zusammenhang gehört. Das war nur eine sozusagen kleine Nebenbemerkung, die einfach auch zeigt, dass dieser Artikel von Foucault eben 1967 geschrieben wurde, also über 50 Jahre alt ist. Als fünftes Prinzip sagt er, diese anderen Orte kennen oft auch Zugänge, die reglementiert sind. Man muss sich zum Beispiel Eintritt verschaffen oder man muss sich auf eine gewisse Art und Weise auch reinigen. Solche Orte seien zum Beispiel Hammams oder Sauna in Skandinavien. Aber in gewisser Weise gelte das eben auch für Bordelle oder Stundenhotelzimmer. Und als sechstes Prinzip sagt er, dass diese Orte eine bestimmte Funktion haben. Und dass, wenn man sich auf den Standpunkt dieser Orte stellt, die normale Welt als irreell erscheint. Und dafür, für dies nennt er ein Beispiel, die Kolonien der Puritanen in Amerika oder auch die Jesuitenkolonien in Südamerika. An diesen Orten wurde ein Leben gelebt, und wenn man sich in diese Orte hineinbegab, dann musste die Welt draußen vollkommen irreal und seltsam erscheinen, weil sie so durchdacht waren und so reell waren, dass die anderen Orte eben auf einmal zu irreellen Orten werden konnten. Was hat dieser Aufsatz mit Literatur und Texten zu tun? Andere Orte bieten die Möglichkeit zu anderen Diskursen, zu Konterdiskursen, wie man es auch genannt hat. Eine andere Regelhaftigkeit gebietet eine andere Sprache. Und diese Sprache, die alltägliche Sprache widerspiegelt, eingebettet ist in die alltägliche Sprache, denn sonst wäre sie unverständlich, ist dennoch spiegelt diese unsere Alltagswelt auf vollkommen andere Art und Weise wider. Sie negiert unsere Alltagswelt, sie grenzt sich von ihr aus, und so bietet die Literatur und die Kunst ganz allgemein, auch die bildende Kunst, die Möglichkeit, unsere Alltagswelt gespiegelt zu sehen in einer anderen Welt, die aber genauso real ist, genauso real erscheint, wie uns ein Bild vor Augen steht. Gerade an Bildern sieht man das sehr schön. Sie zeigen uns einen Spiegel unserer Welt, der unsere alltägliche Welt negiert, kritisiert, reflektiert, aber auch oft notwendig ist, um unsere alltägliche Welt ertragen zu können. Und genau das tut auch Literatur. Und letztlich sind die großen Romane der Welt nichts anderes als andere Orte, in die wir gehen können, um unsere alltägliche Welt wiedergespiegelt zu finden, reflektiert zu sehen, negiert zu sehen und dennoch auf wunderbare und seltsame Art und Weise reell existierend.